Einen super schönen guten Tag, liebe Leute. Da sind wir wieder bei Traumboy. Richtig, weil es kaum Traumgirl-Tests gibt von Animes oder generell. Ja, es gibt irgendwie mehr Mädchen, die Tests über wer ist dein Traumboy machen, als Jungs, die Tests über wer ist dein Traumgirl machen. Mensch, Jungs, streng doch mal ein bisschen an, die Nein, denen ist einfach egal, die nehmen einfach alles. Ach so, ja, okay. Ja. Gut, lassen wir das. Okay. Nein, so meine ich das nicht. Das war gar nicht so fies gemeint. Wir gucken, ob es mal zu Avatar einen Traumgirl gibt, denn jetzt suchen wir uns den Traumboy aus. Erstmal für Wiebke. Ja. Welcher männliche Charakter aus Avatar, der Herr der Elemente, ist dein Traumtyp? Sokka, Aang oder Prinz Zuko, die kennst du ja eigentlich alle. Ja, die kenne ich. Welcher dieser Charaktere könnte dein Lebenspartner sein? Findest hier heraus. Okay, zuallererst hier heraus. Exakt hier. Okay. In diesem Haus. Zuallererst, wie sollte dein Traumtyp sich kleiden? Auf jeden Fall total coole Klamotten. Was ist denn los? Auf jeden Fall total coole Klamotten, darauf stehe ich. Er sollte schon darauf achten, schließlich tue ich es ja auch. Spielt keine Rolle. Ich achte nicht auf Äußerlichkeiten. Das eigentlich spielt das keine Rolle. Okay, Kartoffelsack ist auf jeden Fall da. Welche unten aufgeführte Augenfarbe gefällt dir am besten? Honigbraun, blau, grau oder grün? Ich habe noch nie in Verbindung mit Augenfarben honigbraun. Ich blau. Blau, okay, ey. Ich habe selber blaue Augen. Ach so, hier lässt sich selbst der Nächste. Okay. Wenn er Geschwister haben sollte, müssen diese dich dann leiden können. Sie sollten nett sein, aber ich könnte mich sicher mit ihnen anfreunden. Hoffentlich hat er keine Geschwister. Seine Geschwister müssen mich nicht mögen. Schließlich will ich ja mit ihm zusammen sein und nicht mit ihnen. Ja, richtig. Das ist mir eigentlich völlig Latte. Okay. Wie alt sollte dein Traumtyp sein? Älter als ich. Jünger als ich. Exakt auf die Sekunde genauso alt wie ich. Älter. Okay. Welche Charaktereigenschaften sollte er haben? Lustig, klug, gesellig und sanft. Mutig, weise, intelligent und unabhängig oder optimistisch, naiv, freundlich und stark? Sag jetzt nichts Falsches, meine Liebe. Das Erste. Oh, verdammt, da fällt das hier raus und das hier auch. Doch, du bist auch, doch schon. Ich merk schon. Aber naiv finde ich halt blöd. Ich bin aber naiv. Ja. Ja. Das sage ich dir auch öfter. Aber dir ist es niedlich. Ach so, bei mir ist es niedlich. Habt ihr gehört, bei mir ist es niedlich. Ganz niedlich ist es. Was würde dir an was würde dir an ihm am meisten gefallen? Dass er mich beschützt, dass er mich zum Lachen bringt, dass er sozial engagiert ist und in der Politik immer wieder mit dabei ist. Dass er mich zum Lachen bringt. Beschützen kann ich mich selber und sozial engagiert bin ich auch selber. Okay. Welches Wetter gefällt dir am besten? Sommerregen? Hitzewelle, Stärke 90, Genauigkeit 95 oder der Schneeflockensturm. Ich stehe auf Hitzewellen. Schneeflockensturm. Oh, Entschuldigung. Welche dieser Reaktionen deines Traumtypen würde dich zum Dahinschmelzen bringen? Wenn er mich durch zum Beispiel Sportwettbewerbe beeindrucken will. Nein. Wenn er mich ignoriert, einfach nur zum Dahinschmelzen. Ja, das finde ich immer toll. Freundliches Lächeln und Grüßen. Lächeln und Winken mag ich. Ich melde bitte einen Pinguin. Ja, Zocker passt als Pinguin. Darf er eifersüchtig sein? Nein, auf keinen Fall. Naja, ein bisschen schon. Ich bin ihm doch was wert, oder? Oh ja, das soll er. Er darf mich halt keinen anderen Typen ranlassen. Ja, das finde ich cool. Okay. Welcher dieser teils altmodischen Namen gefällt dir am besten? Klaus, Peter oder Siegfried? Peter. Okay, inwiefern spiegelt das jetzt die Frage? Nee. Also Peter ist jetzt Zocker, weil warum nicht? Welchen Geschmack von Speisen genießt du am liebsten? Sauer, süß oder scharf? Süß. Das ist wahr. Ja. Bist du abergläubisch? So ein Schwachsinn, natürlich nicht. Natürlich, man weiß ja nie. Ein wenig, aber man sollte nicht an jeden Unfug glauben. Ein wenig. Okay. Welches dieser Tiere gefällt dir am besten? Vogel, Affe oder Jaguar? Vogel. Das ist einfach. Muss dein Traumtyp rich sein? Ja, logisch, ey. Ja klar, wer würde sich nicht gern kaufen können, was er will? Oh, etwas Reichtum schadet nicht. Nein, Geld ist nicht alles, was im Leben zählt. Nein. Kommt ja. Nein. Avatar, Traumboy. Okay. Nein. Okay. Was für Schuhe sollte er tragen? Ja, das ist mir super wichtig. Normale Turnschuhe. Egal, können auch richtig alte Treter sein. Designerschuhe. Normale Turnschuhe. Okay. Weil egal ist es nicht, weil damit macht er sich die Füße nämlich kaputt und dann muss ich mit ihm schimpfen. Oh nein.
Was würde dich am meisten an ihm stören? Wenn er zu kindisch ist, wenn er mal angeben muss, wenn er seine Gefühle nicht zeigen kann. Wenn er seine Gefühle nicht zeigen kann, wenn er so... Ich weine nicht. Wenn dein Traumtyp mit dir ausgeht, wohin sollte er dich ausführen? Ein Spaziergang bei vollem und wäre romantisch. In ein Restaurant, denn Liebe geht durch den Magen. Ja, an den Strand, da können wir eine Menge Spaß haben. Nein, aber ich finde, ich gehe total gerne nachts spazieren, also... Okay. Ein Pokémon Go dabei spielen. Wie würdest du dich selbst beschreiben? Hübsch, anmutig und klug? Ja. Verwöhnt, kindisch und etwas naiv? Nein. Sicher? Ja. Okay, süß, fürsorglich und gutmütig. Ha, ich schwanke. Also eigentlich bin ich ja hübsch. Kann ich alles ankreuzen? Klug, süß, gutmütig. Überhaupt nicht eingebildet. Nein. Nein, süß, fürsorglich und gutmütig. Ah ja. Hey, ich bin fürsorglich. Okay. Ich bin auch ja gut, du bist nicht naiv, das ist wahr. Würdest du es ihm verzeihen, wenn er fremd geht? Er würde so etwas nie tun. Ich wäre zutiefst enttäuscht, aber unsere Liebe ist stärker, sodass wir nach einiger Zeit wieder zusammen wären. Er müsste vor mir auf die Knie fallen, ansonsten aus und vorbei. Also eigentlich wäre es auch ohne Kniefall aus und vorbei. Naja, er soll von mir mal auf die Knie fallen, dann gucke ich. Okay. Zu guter Letzt, wie würde dein Traumtyp dir seine Liebe gestehen? Mit einem Helikopter und neuen Karten. Oh, das klingt gut. Er würde mir in einem Streit in die Augen blicken und sagen, dass er mich in Wahrheit liebt. Im Streit, geil. Er würde mir schüchtern seine Liebe gestehen und dabei erröten. Er würde mir Blumen schenken und mich versuchen zu küssen. Naja, ich kenne mich. Also vermutlich würde er mir in einem Streit entgegenbrüllen, dass er mich liebt. Okay. Wer wird es sein? Was? Es ist... Hut ab, dein Traumtyp aus Avatar, Herr der Elemente, ist Prinz Zuko. Ja. Auch wenn er für dich anfangs sehr düster und kalt wirkt und ihr euch nicht versteht, im Grunde genommen liebt er dich und offenbart dir gegenüber auch seine gute Seite. Ja, das finde ich gut. Zuko, heiß. Ich wollte dich anhaben. Warum nicht? Nee. Was mit Sokka? Ja, Sokka ist doch wie ich. Ja, nee, nicht wirklich. Doch, Sokka ist voll wie ich. Paul, du siehst das hier wahrscheinlich. Und Fabia, du bestimmt auch. Ich bin doch Sokka. 1:1. Nee, finde ich nicht komplett so. Doch, ich bin Zocker. Okay, wenn du meinst. Dann darfst du jetzt gucken, wer dein Avatar-Traum ist. Okay. Ich bin gespannt. Also, mein Lieber. Was gibt's denn zur Auswahl? Ach, die gleiche Auswahl, Mensch. Was für ein Charakter sollte er haben? Ruhig, erwachsen, benehmend, lustig, witzig, erfinderisch oder kindisch, einfallsreich? Also, ich will ja einen richtig, richtig süßen Traumboy. Der soll halt, also der soll ja auch was haben, ne? Der soll definitiv... ich hätte ihn gerne ruhig erwartet. Nein. Er soll zu mir passen. Er soll lustig, witzig und erfinderisch sein. Okay. Warte mal, ich finde, das zweite und das dritte ist halt fast das gleiche. Ja, erfinderisch und einfallsreich. Ja. Naja. Ein Fremder macht dich an. Was sollte dein Traumtyp tun? Er sollte einen Wutausbruch bekommen und den Fremden verprügeln. Er sollte anfangen, mit dem Fremden Witze zu reißen und mit ihm weggehen. Ja, das ist auch eine gute Idee, denke ich. Er sollte versuchen, auf die kluge, das ist ein Omen, und schnelle Art zu lösen. Also ich find's ja voll super, wenn er Witze macht und mit ihm weggeht. Echt? Ja, auf jeden Fall. Also, was gibt's Besseres, als wenn ein Traumboy das macht? Okay. Ich nehme dieses Quiz nämlich richtig ernst, ja, weißt du? Ja, ich merk's. Ihr seid aber einer stinklangweiligen Party, was sollte er tun? Er sollte anfangen, irgendwas Witziges zu machen, damit mir nicht mehr langweilig ist. Er sollte dem Partygeber freundlich sein, dass die Party langweilig ist. Er sollte mit mir herumsitzen, mir was zu essen holen. Oh, das klingt gut. Also ich hätte gern Essen. Ja. Ich auch. Also das hätte ich jetzt auch genommen. Ja, doch. Bring mir Essen, Traumboy. Ja. Bring mir mein Essen. Ihr sitzt am Strand. Was sollte dein Traumtyp tun? Er sollte auch dort mir Essen holen. Warte. Okay. Er sollte mit den Delfinen spielen, die fröhlich im Wasser tollen. Er sollte mir ein Eis... Ja. Er sollte eine Sandskulptur von mir machen. Also Delfine sind ganz interessant, aber Eis und Sandskulptur... Also ich glaube, so eine Sandskulptur von mir, die hätte ich schon gerne, ja? Also du solltest mir ein Eis holen. Ja, ich glaube, Sandskulptur würde ich auch nicht hinbekommen. Du wirst dann nur sagen, was ist das? Auf einer Party redet ein Junge mit dir. Was soll dein Freund tun? Den Jungen sofort beiseite schmettern. Es eifersüchtig ignorieren. Ich ignoriere dich. Eifersüchtig. Sich fröhlich am Gespräch anschließen. Hallo? Geh weg, ich flirte gerade mit anderen Typen. Also soll... Er soll es eifersüchtig ignorieren, hallo? Okay. Also bitte, ich mache hier gerade den nächsten an. Okay. Was sollte ein Traumtyp in seiner Freizeit machen? Kindische Schwanzchen machen? Wer wünscht sich das nicht? Seine Kampfkünste trainieren, um mich zu beschützen.
Witze reißen, die eigentlich nicht witzig sind. Oh, das ist gut. Das ist genau ja, mein das, Fall. Ja, auf das jeden. Das ist eigentlich auch so. Das ist mein Ding. Welche Kampfart sollte dein Freund besitzen, um dich beschützen zu können? Luftbändigen, Feuerbändigen oder Schwertbändigen? Schwertbändigen. Kämpfen. Ja, also da ich ja der Bändiger bin, ich finde nicht, dass er irgendwie besser ist. Das ist, der kann der ein Schwert haben, das ist fein. Okay, ja, ich hab ein Schwert. Ich hab ein Schwert. Du wirst, ich hab gerade irgendwie gelesen, du wirst angefahren. Ich werd angefahren, nein! Du wirst gefangen genommen. Wie sollte dich dein Traumtyp befreien? Er sollte zuerst einen wasserdichten Plan ausdenken. Er würde gar nicht dazu kommen, vor allem, weil er es wenn nie zulassen die Gegner würde. Wasserbändiger haben, ist ein wasserdichter Plan sehr wichtig. Er sollte einfach mit seinem fliegenden Bison dort hineinmarschieren, wo sie mich gefangen halten. Wer könnte das nur sein? Ich wäre für einen wasserdichten Plan. Okay. Denn da brennt es ziemlich doll. Ja, das war. Wer, wenn er seine zweite Identität haben würde, welche sollte das sein? Er sollte ein Avatar sein. Nein! Der Avatar sein. Nein. Er sollte sich verkleiden und in dieser Verkleidung sein Land verraten, um es schließlich zu retten. Das ist sehr spezifisch. Er sollte ein anonymer Mensch vom Wasserstamm sein und sich in der Feuernation als ein Mensch der Feuernation ausgeben. Das ist schon ziemlich spezifisch. Also ja, wenn ich so darüber nachdenke, mein Traummann hat eine Identität. Okay, dann ist er jetzt Kämpfer eines japanischen Samurai-Stamms, die früher aber gut waren, jetzt sind die aber böse und er mag sehr gerne Garnelen. Ja. Genau das habe ich mir immer gewünscht, all die Jahre, das ja. Letzte. Auf jeden Fall das Letzte. Kreuz an! Ich will diesen anonymen Menschen vom Wasserstamm. Wenn er Schuldgefühle hat, welches sollte das sein? Schuldgefühle, dass er nicht mit den anderen mitkämpfen kann, Schuldgefühle, dass er sein Volk im Stich gelassen hat, Schuldgefühle, dass er jemanden verraten hat. Also wenn er jemanden verraten hat, sollte er schon Schuldgefühle haben, finde ich. Okay, dann die Auswertung. Dein Traumtyp ist... Glückwunsch, dein perfekter Traumtyp aus Avatar, der Herr der Elemente, ist Zucker. Ja. Er ist witzig, klug Küss und mich. Braucht immer für alles einen Plan. Aber passt auf seine Zeichenkünste auf. Doch, leider ist er schon vergeben. Doch, das sind sowieso alle hier. Zuko ist vergeben. Ach ja. Was ist das für eine Scheiße? Der macht gefälligst für mich mit der Schluss. Ich meine, der wird jetzt... Der ist jetzt B. Also... Was? Sokka ist vergeben. Ja, mit Suki. Ah ja. Ja. Avatar hat seine Katirati Katakara. Und der Zuko, der hat seine... Oh Gott, wie hießen die nochmal? Mich. Nein! Seine Wiebke, ja, natürlich. ja, das war unser Traumboy-Test. Vielleicht finden wir auch noch Traumgirls für Avatar. Mal sehen. Und ansonsten geht's nächstes Mal mit dem nächsten Anime weiter. Tschüss. Nimm deine Haare aus dem Mund. Nein. Okay, ciao.